solche Leute, heute wollte ich mal ein gutes Spiel hochladen, wo es auch mal nur um mich geht, obwohl ich war im Zug unterwegs mit Mario. Weißen Front, ne? Ihr kennt die Map, es ist Klippe, wir waren Top-Tier. Und ja, das ist so ein Beispiel des Spiels, warum ich dieses Spiel überhaupt noch spiele, weil ab und zu hat man halt solche Spiele, die richtig Spaß machen. Jo, von dem her. Ich rede so ernst, aber gut, es ist ja auch so. Es ist Ostern, ne? Aber ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat. Aber egal. Ja, also ich spiele das Spiel nicht wegen diesen hundsmiserablen EBR oder wegen irgendwelchen Patches, die jetzt bald kommen, die das Spiel wahrscheinlich kaputt machen werden. Aber vielleicht bringe ich da noch ein eigenes Video zu. Wie gesagt, sondern wegen solchen Spielen. Lass es mir 10 Mal am Abend besorgen, 15-0 meinetwegen, aber manchmal hat man ein richtig spannendes Spiel wie das. Ja, wo Spaß macht. Die ersten paar Minuten passiert nicht viel. Wir behalten einfach unsere Kanone im Spiel. Aber hinten raus wird es richtig spannend. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Ich spule jetzt auch nicht vor. Ich quatsche einfach ein bisschen. Ich mach mal hier die Minimap ein bisschen kleiner. Ich spiele immer auf der Größe, weil ich der Meinung bin, Minimap macht 60-70% aus und sollte man immer gut im Blick halten. Wir haben im Gegnerplatoon hier die Schar. Immer, wir sind zwar Top-Tier, aber das andere Top-Tier-Platoon ist eben die scharfe Tür. Scharfe Tür. Und da gucken wir immer mal ein bisschen drauf. Vielleicht erkläre ich auch ein bisschen, was ich so gedacht habe. Ja, auch ich denke ab und zu, auch wenn ich kein Unikum bin. Ein bisschen Erfahrung habe ich in dem Spiel ja auch. Und ja, jetzt ziehen wir es uns mal rein. Ich hoffe, bleibt dran. Es wird richtig spannend. Es sieht teilweise sehr, sehr schlecht aus für uns. Mario fährt gleich hoch. Ich gehe mal auf mich. Er ist der Light. Ja, wie gesagt, jetzt am Anfang erstmal die Lage sondieren. Erstmal schauen, wer fährt wohin. Scharfe Tür. Scharfe Tür. Ich muss immer Scharfe Tür sagen. Fährt hier hin an die Seite. Ne? Jetzt gehen wir auf die freie Kamera. Und wenn ich da jetzt vorfahren würde, würden die mich glatt abnehmen. Darum halte ich erstmal meine Kanone im Spiel. So, der Tiger 2 ist rausgenommen worden vom Scharfe Tür. Der stand zu weit links. Mal einen Schluck Kaffee. Passiert ja noch nicht viel. Wer hat den Fehler gemacht eben, ne? Weil er ist noch nicht mal vorgefahren, er hat einfach zu weit vom Feld entfernt gespielt. Und darauf geiert halt das andere Top-Tier-Platoon. Ja, wir liegen schon, ja, 1000 HP hinten. Ich warte noch ab. Am Anfang passiert nicht viel. Jetzt versuche ich mich hier rauszuziehen. Ich will jetzt nicht den Fehler machen, zu weit vorne zu crossen, weil darauf warten die anderen Top-Tier förmlich, um mich abzuaimen. Und dann kann es sein, dass ich ganz schnell Geschichte bin. Ich versuche ganz weit hinten zu fahren. Ich meine, ich bin zwar immer noch hier, die Map ist relativ klein gespottet, aber trotzdem, die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Ich drehe auch immer den Turm zum Gegner, ist auch ein kleiner Tipp. Und versuche mich hier ein bisschen rauszuziehen. Wie gesagt, ich gebe euch jetzt die volle Packung. Ich sage euch, was ich so nachgedacht habe. Ne? So gedacht habe. Ich bin ja auch. Ich spiele das Spiel jetzt auch schon ein paar Jahre. Ein bisschen Erfahrung habe ich ja auch. Aber ich wiederhole mich, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich bin immer noch nicht. Bin immer noch unschlüssig, was ich machen soll. Der andere vor mir ist ein Tick zu weit vorgefahren, steht jetzt im Crossfeuer. Ich könnte jetzt hinhechten, ihn versuchen zu beschützen, nicht rauszunehmen. Aber dann werde ich hier abgeaimt von denen und dann bin ich ganz schnell Geschichte. Vielleicht kriege ich noch Flankschüsse. Die nimmt ihn raus. Der war nicht mehr zu retten. Wie gesagt, wir haben wie viele Klicker? 2 Klicker. Muss man immer aufpassen, dass man einigermaßen Arti safe spielt. Da kommen sie nämlich schon. Die haben sich rausrotiert. Seht ihr das? Die anderen Top-Tier. Die haben auch gemerkt, in der Mitte kommen sie nicht groß weiter. Wir liegen stolze 1 zu 4 zurück. 2 zu 4. T34-3 macht einen kleinen Fehler. Nachher macht er einen richtig großen, glaube ich, noch. Schauen wir mal. Ich bin immer noch Full HP, hab Glück gehabt. Zwar nur ein Trackshot von ihm, hab repaired. Alles gut, gebe noch ein Blind mit.
gehe mal kurz auf mich. Mario versucht sein Bestes da oben. Und die Artis arbeiten ist voll brutal, ne? Zwei Klicker, das ist echt. Nur noch drei sind schlechter. Eben, ich werde den Teufel tun, davor zu fahren. Ich warte erstmal ab und hoffe, dass der Gegner Fehler macht. Und halt einfach meine Kanone. Manchmal ist es besser. Ich will nicht zum Redline-Camping aufrufen, aber manchmal ist es besser, besonnener zu spielen, die Kanone im Spiel zu halten und später sich dann aber einzubringen und nicht vorzufahren. Jetzt versuche ich Mario zu beschützen da oben, weil der andere T92 versucht ihn rauszunehmen oder er, was heißt versucht, ihn abzuaimen. Der Char wieder, aber er ist noch zu tief. Die Char wissen auch, was sie tun. Halten ihre Kanone auch schön im Spiel. Wo er nicht ganz artig selbst steht, der Schar. Jawohl, der wird rausgenommen von dem anderen, aber eben, ich war oben noch drauf auf dem Mario. Aber guckt mal, 4 zu 9 liegen wir zurück. 6000 HP haben wir noch, die Gegner noch über 11.000. Jetzt wird so mancher Spieler sagen, oh nee, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und jetzt macht mir der T34 einen Gefallen. Und jetzt eben will ich damit sagen mit dem Spiel, nie aufgeben. Ne? Wir kämpfen bis zum Schluss. Das war ein großer Fehler von ihm. Danke. Und so haben wir wieder ein bisschen aufgeholt. So, jetzt ist die Luft rein. Der T34 ist jetzt tot. Jetzt versuche ich den Char rauszunehmen. Ne, der andere Char ist auch tot. Jawohl, nehmt den schnell raus. Jetzt bringe ich meine Kanone ins Spiel. Mario versucht oben ein bisschen mitzufahren, mir was aufzumachen. Trotzdem liegen wir noch 7-9 zurück. Jetzt war ich kurz mal ein bisschen unschlüssig. Ja, die ist auch auf mir drauf, glaube ich. Ja. Die freie Kamera. Der eine TNH, der jetzt da im Cap steht, der hat einen guten Job gemacht. Also, er hat dann auch geblockt und hat die Mitte ein bisschen gehalten. Ich versuche dann jetzt hier ein bisschen hochzukommen. Geh mal auf mich drauf. Such den T103, habe ich gehofft, dass ich den erwische, aber ja, Gott. War wohl die Hoffnung. War nur die Hoffnung. Jetzt ist das Problem mit zwei Klickern. Wenn du jetzt da noch rechts rumziehst oder ein bisschen rumziehst und versuchst da mitzuspielen, dann nehmen die dich voll ab, ne? Dann bist du dann schneller Geschichte, wie du gucken kannst. Ich habe dann nochmal probiert, irgendwie oben. So, jetzt ist leider Mario draufgegangen. Wir stellen ein paar Blumen für ihn auf, da steht er. Aber er hat auch einen guten Job gemacht. Er hat immer versucht, ein bisschen aufzumachen, Infos zu geben. Jetzt habe ich gedacht, jetzt ziehe ich dich erstmal zurück. Weil ich gedacht habe, dass hier hinten eventuell was kommen könnte. Ne? So. 7 zu 10. Wir liegen immer noch über 2000 HP zurück. Der andere TNH, der steht ein bisschen offen auf dem Feld. Das wird er, denke ich, gleich bezahlen. Mit seinem Leben. Der Arme. Zack, da war er weg. Der stand wieder nicht ganz safe. Ich denke mal, das war die Arti, die ihn rausgenommen hat. Ne? Immer in solchen Situationen die Arti im Hinterkopf behalten. Ne? Ich werde jetzt gleich auch mein Brett kriegen, werdet ihr gleich sehen. Jetzt werde ich ein bisschen überrascht. Beim T61 musst du da nicht groß aimen. Da kannst du eigentlich gerade so abdrücken. So, jetzt hoffe ich, dass er nochmal piekt. Jetzt mache ich einen Fehler. Und? Die ersten 240. Aber ich habe vorhin schon erwähnt, zwei Klicker. Die nächsten 384. Und somit war ich auf 385 unten. Gott. Dann hatte ich die Schnauze voll.
kommt ein kleiner Bauerntrick. Ich täusche an. Ich fahre zurück. Der T61 sieht das. Ich war ja gespottet. Okay, jetzt sieht das nochmal. Er denkt, ich fahre weg. Oh, das war Pech, Arti. Jetzt ist er auf mir drauf. Er denkt, ich fahre weg und kann mir ins Heck schießen. Nimm ihn schnell raus. Dreh aber weiter um, weil ich da keinen Bock mehr auf diese Klicker hatte. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass hier noch der Stritz steht. Da war ich ein bisschen desorientiert. Hm? Aber ich hatte da keinen Bock vorzufahren. Den Fehler machen dann auch irgendwann viele, die fahren dann hier vor. Und werden dann hier abgeämt von irgendwelchen TDs. Und wir hatten immer noch den Stritz. Ich wusste nicht genau, wo der steht. Dann habe ich den Emil hinten gesehen. Da habe ich gedacht, komm, da kannst du jetzt nicht hinfahren. Ich habe zuerst überlegt, zurückzufahren. Aber, ja. Ja, die hatte ich aufgegeben. Aber die machen da hinten gleich einen richtig guten Job und nehmen den Emil 1 raus. Hm. Zack. Das haben sie richtig gut gemacht. Der war auch wichtig, der Kill. Jetzt kommt ein Risikomove. Ich war runter. Will aber hinten aufs Plateau, weil ich jetzt gesehen habe, der Leopard ist da und der T103 sind weit immer noch da vorne. Versucht die hinten abzuämmen. Der TNH macht wieder einen ganz wichtigen Kill und nimmt den Leopard raus. Und so waren wir rangekommen, ne? 10 zu 11. Da lasse ich ihm 8 HP stehen. Aber der nächste wichtige Kill. 11-11. Wir waren im Vorteil. Wer hätte das gedacht, ne? Nach dem Rückstand. Habe ich kurz überlegt, vorzufahren. Aber wie gesagt, kein Bock auf den Mist. Auch auf den Stritz nicht. Ich wusste nicht, wo der Stritz steht. Und der Stritz steht meistens hier. In dem Bereich, wenn ich hier vorfeindlich gespotte, dann gibt er mir einen mit, dann haben wir noch die zwei Klicker und dann sei es Tschüss, Firlefanz! Schön die Kanone nach hinten und abhauen. Okay, es war jetzt ein bisschen übertrieben, aber kann man sich auch übrigens als Tipp angewöhnen. Wenn man vom Gegner wegfährt, dreht die Kanone nach hinten, dann ist die wahrscheinlich schon ein bisschen geringer, falls er auf euch schießt. Vielleicht trifft er auch den Turm und nicht das Heck. Weil er vielleicht, keine Ahnung, falsch zielt. Dann geht er schon nicht so schnell drauf. Da ist der Stritz in der Mitte, hatte ich die Info. Habe ich verkalkuliert, aber gut. Habe ich gedacht, komm, jetzt fahr schon in die Mitte. Versuch dem TNH zu helfen. Ich gehe mal auf mich drauf. Ihr müsst mein schlechtes Aiming jetzt ertragen. Wir hatten immer noch eine Arti. Wir hatten noch eine. Wir hatten zwei, also Obacht. Und dann, jo. Zwei Kills habe ich schon, über 3000. Er hätte das gedacht am Anfang, ne? So wie wir zurücklagen. Und wie gesagt, der TNH hat auch einen sehr guten Job gemacht in der Mitte. Jetzt arbeiten wir gleich gut zusammen. Jetzt habe ich gedacht, gut, jetzt muss man deine HP noch einbringen, deine 385. Das ist ein Risiko, aber egal. Er zieht dem Stritz. Der TNH zieht dem Stritz wieder ein paar. Jetzt hat er noch 62, One-Shot. Kriegt das natürlich sofort von der Arti. Ich war aber nicht gespottet bis jetzt. Dann versuche ich von oben ranzukommen an den Kerl. Jetzt bin ich offen, jetzt versuche ich ganz dicht am Felsen zu stehen wegen dem blöden Klicker. Zack, der Stritz ist draußen. Wunderbar. Und schön dicht spielen. Erstmal warten, bis man zugeht. Ich glaube, es geht so 10, 20 Sekunden. Weiß ich nicht. Schreib es mal in die Kommentare. Zack, da ist der Klicker wieder. Dena steht nicht ganz arty safe. So, jetzt müsste ich zu sein. So, da hatten wir die Info. Da kommt die arty. Wo der Schuss hinging, das frage ich mich bis heute. Zack, Arti weg. Santa Maria Loggia. Was für ein geiles Spiel, oder? Oh, der Chat hat sich überschlagen vor Freude. Genau das ist der Grund, warum ich dieses Spiel weiterhin spiele. Ich weiß nicht, wie es wird nach dem nächsten Patch.
Ich sehe den sehr, sehr kritisch. Aber gut, es gibt ja große YouTuber, die schon darüber was gebracht haben. Aber das ist der Grund, warum es immer mal wieder Spaß macht, das Spiel zu spielen. Und dass man auch nie, ist auch wichtig, dass man nie aufgibt. Ne? Ich glaube, wir waren zeitweise 3 zu 9 oder 3 zu 10, waren wir hinten. 2, 3, 4.000, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. 3.000 HP hinten. Aber es war ein richtig geiles Spiel. So, das werde ich jetzt hochladen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Oder ein Däumchen mehr ein Träumchen, der übliche Spruch. Und wie gesagt, demnächst lade ich wieder mal was hoch. Gell? Ich weiß auch nicht, ob ich was zu diesem Patch bringe. Es haben ja schon viele Leute irgendwie, keine Ahnung, mit großer Reichweite was dazu gesagt. Muss ich jetzt nicht auch noch meinen Senf dazu geben. Ich denke, ihr habt rausgehört, dass ich da ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüberstehe. Okay, also, schöne Ostern noch, bleibt gesund und bis demnächst.